Im Namen des Spargels und des Sojas und der heiligen Rote-Bete-Rahmen. Hi Leute, hier ist High Carb Christian. Veganismus ist eine Religion, das Argument hat wahrscheinlich schon jeder einmal gehört und ich finde, es ist zu 99% Bullshit. Und ein kleiner Aspekt könnte tatsächlich mit Religion vergleichbar sein. Bleibt dran. Aber bevor ich diese Argumente erwähne, möchte ich euch auf meinen Instagram-Account hinweisen, auf dem ich zwischen meinen YouTube-Videos poste und ich eine neue Kategorie dort einführen werde, und zwar den Dumme-Kommentare-Dienstag. Ich kriege inzwischen so viele dumme Kommentare, über die ich mich immer beömmel, weil ich die so unfassbar lustig finde und ich es nicht verstehen kann, dass Leute ernsthaft denken, dass mir das irgendwie seelisch wehtut oder sowas. Von daher habe ich den Link von meinem Instagram-Account unter diesem Video drin. Wenn ihr meine Dumme-Kommentare-Dienstag-Post sehen wollt, dann folgt mir doch da gerne. Nun zum eigentlichen Thema. Veganismus ist eine Religion. Gucken wir uns hier zuerst einmal an, was eine Religion überhaupt ist, damit wir wissen, worüber wir reden. Der Duden definiert eine Religion als ein meist von einer größeren Gemeinschaft angenommener, bestimmter, durch Lehre und Satzungen festgelegter Glaube und sein Bekenntnis, die gläubig verehrende Anerkennung einer als seinen bestimmenden göttlichen Macht, religiöse Weltanschauung. Wenn man sich das schon mal durchliest, müsste man eigentlich darauf kommen, dass Veganismus keine Religion ist. Beim ersten Punkt haben wir ein bestimmter, durch Lehre und Satzungen festgelegter Glaube und sein Bekenntnis. Veganismus hat nichts mit Glaube zu tun. Das ist so ziemlich das größte Missverständnis, das entsteht. Leute verstehen nicht genau, warum Veganismus da ist, was so die Gründe für Veganismus sind, also wird das per se als Glaube abgetan. Aber das ist nicht so. Veganismus basiert auf intellektuellen Überlegungen, Veganismus basiert auf Ethik, auf nicht religiöser Ethik, Ethik, die aus keiner übernatürlichen Quelle kommt, sondern hier aus unserem Kopf kommt, aus unseren eigenen Überlegungen und nicht zuletzt auch aus wissenschaftlichen Fakten. Zumindest der Ernährungsteil des Veganismus, die vegane Ernährung, basiert auf knallharten wissenschaftlichen Fakten, die in hochkarätigen wissenschaftlichen Magazinen veröffentlicht sind, der Lancet zum Beispiel, und nicht in irgendwelchen veganen Bibeln oder nur in veganen Magazinen, sondern das ist Teil der normalen, ganz normalen Wissenschaft, so wie jeder andere wissenschaftliche Fachartikel auch. Dementsprechend basiert Veganismus nicht auf Glaube. Glaube ist ja etwas, als wahrzunehmen, ohne Fakten dafür zu haben, sondern auf Fakten. Das ist der größte Unterschied zur Religion. Auch gibt es im Veganismus kein Heilsversprechen oder kein übernatürliches, größtes Wesen, was irgendwie alles erschaffen hat, sondern Veganismus ist ein System von ethischen Aussagen über diese Welt und meinetwegen Handlungsanweisungen, wie man sich im Alltag besser verhalten kann. Zum Beispiel dadurch, dass man kein Leder kauft, dadurch, dass man keine Eier isst, und das hat dann reale Folgen in der ganz wirklichen Welt. Es hat reale Folgen für die Umwelt, es hat reale Folgen für die Tiere, es hat nicht irgendwelche Folgen auf unsere Chancen, in ein Paradies oder in die Hölle zu kommen. Es geht darum, das Leben im Hier und Jetzt zu verbessern, wie jede andere soziale Gerechtigkeitsbewegung auch. Wenn man ernsthaft glaubt, dass Veganismus eine Religion ist, müsste man auch sagen, dass Amnesty International eine Religion ist oder dass der Naturschutzbund eine Religion ist. Oder dass letzten Endes auch politische Parteien Religionen sind. Und ich glaube, dass niemand das ernsthaft argumentieren würde. Ich glaube auch nicht, dass der Aspekt einer Gemeinschaft von Gleichgläubigen dazu reicht, Veganismus als Religion zu bezeichnen, denn dann müsste man im Prinzip jede menschliche Gemeinschaft als Religion bezeichnen, was ziemlich absurd ist. Wie gesagt, dann müsste auch Amnesty International oder irgendwie die CDU eine Glaubensgemeinschaft sein, wobei bei manchen politischen Parteien könnte das tatsächlich stimmen, aber bei der Mehrheit der politischen Parteien auf jeden Fall nicht. Der einzige Punkt, wo ich dem Argument vielleicht bedingt recht geben würde, ist, dass es einen religiösen Charakter beim Veganismus gibt, aber das hat eben nichts mit den Punkten zu tun, die ich gerade erwähnt habe, also Glaube oder höchstes Wesen oder so, sondern es geht um die unschönen Nebeneffekte von Religionen, nämlich zum Beispiel diese Wir-gegen-die-Mentalität. Das hat man bei einigen Veganern tatsächlich, was ich sehr schade finde, wo ich mich auch immer gegen abspreche, aber das ist halt keine Aussage oder kein Feature von Veganismus. Der Veganismus sagt nicht, du darfst nie wieder was mit deinen Freunden zu tun haben, die Fleisch essen oder so, sondern das ist dann eine individuelle Entscheidung, sich so zu verhalten, dass es nirgendwo im Veganismus kanonisiert oder sowas, sondern es ist eine, wie ich finde, in vielen Situationen völlig überproportionale und sehr unangemessene Reaktion, die letzten Endes genau das Gegenteil von dem bewirkt, was man eigentlich möchte. Man möchte ja, dass die eigenen ethischen Argumente und die eigenen Überzeugungen ernst genommen werden und nicht, dass man denkt so, der hat sich jetzt irgendwie komplett verändert und hat keinen Bock mehr mit uns was zu tun zu haben. Dadurch erreicht man nicht das, was man erreichen möchte. Und das könnte unter Umständen ein religiöser Charakter sein.
Aber deswegen dann Veganismus als Religion zu bezeichnen, ist meiner Meinung nach vollkommen absurd. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, würde ich mich über ein Abo hier sehr freuen. Dann werdet ihr regelmäßig darüber informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich habe aber auch schon andere Videos hochgeladen. Die könnt ihr hier ebenfalls sehen bei diesem tollen Kasten, der hier eingeblendet wird. Und in jedem Fall sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.